Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Showcase-Video. Und zwar sieht man hier, ne, das ist natürlich nicht das Aerotron Smash 4, wie ihr, denke ich, auch schon am Opening ganz gut erkannt habt. Und zwar habe ich endlich geschafft, mir Super Smash Flash 2 zu holen. Ich habe das früher als, keine Ahnung, 15-Jähriger, 14-Jähriger immer an der Tastatur so im Browser gespielt und jetzt habe ich es mal runtergeladen und spiele es momentan mit dem Switch Pro Controller, den kann man nämlich über Bluetooth verbinden und ja, deshalb finde ich das auf jeden Fall ziemlich nice und die Steuerung geht auf jeden Fall klar. Es ist halt nur eben ein anderes Smash-Game. Ich muss zum Beispiel die Farben mit meiner Maus auswählen, anstatt mit meinem Controller, weil das sonst nicht so richtig funktioniert. Aber ansonsten passt eigentlich alles und ja, man sieht es ja auch schon mal am Layout, ne? Gibt's Isaac, Chibi-Robo, Goku, ne? Natürlich Luffy, den Piratenboy, Naruto und Ichigo, erstmal so ein paar, hier ist so die Anime-Ecke. Aber wir spielen erstmal einfach Samus und dann gegen Bowser. Und ja, ich möchte euch in diesem Video einfach ein bisschen das Game so näher bringen und natürlich auch klar machen, dass ich wahrscheinlich davon Parts hochladen werde. Sowas wie Versus TSB oder so, werde ich dann wahrscheinlich hochladen. Und ja, muss man halt eben immer gucken, wer so alles das Game hat. Es gibt auch einen Online-Mode gegen random Leute dann, also wo man gegen random Leute spielen kann. Der ist aber noch nicht so stark, also der ist noch nicht so gut, es laggt oft und deshalb muss ich da mal gucken, ob sich das dann auch lohnt, aber ich werde es, denke ich, auch mal einfach probieren so. Und ja, dafür ist jetzt das Video da, einfach um euch so zu zeigen, was hier so abgeht. Die Abby hat gar keine Killpower in dem Game, aber sie ist wieder eine gute Abby out of Shield. Und man kann sie auch, so wie früher, wenn ich es richtig mache, mit einem Jump auf der oberen Plattform zum Beispiel canceln und so. Und das ist halt ganz... Es funktioniert aber alles ein bisschen anders. Das heißt, man muss halt auch immer gucken, wie man so, wenn man von Smash kommt, wie das dann so funktioniert. Man kann zum Beispiel einen Dash, kann man instant in Tilts canceln. Ich kann also zum Beispiel so vorwärts rennen und halt anstatt einen Dash Attack machen, kann ich... Anstatt einen Dash Attack kann ich auch einen Down Smash theoretisch machen, wenn ich es richtig time. Und Down Smash ist auch hier übrigens Samus Kill Move. Ja, der ist richtig stark. Das finde ich so lustig, weil der halt bei Smash 4 irgendwie erst bei 220 oder so killt. Und hier einfach schon so übertrieben früh, also auf jeden Fall geil. Das Game ist so eine Mischung aus Melee und Smash 4. Es läuft eigentlich einigermaßen schnell, man hat mehrere Airdodges aber und man kann wieder mehrmals grabben. Und ja, es geht immer noch Down Throw Up-Air, wie man gesehen hat. Aber Up Throw ist auch ganz okay. Und man kann bei Samus die Forward Air canceln. Ich will Samus auf jeden Fall noch üben, aber mein momentaner Main ist noch Black Mage. Den habe ich nämlich eben früher immer als Kind in der Browser-Version gezockt und fand den immer mega lustig. Deshalb möchte ich den jetzt mal gucken, wie das mit dem so läuft, wenn ich es competitive spiele. Also ich denke jetzt mal nicht, dass ich es wirklich mir so übertrieben krass competitive spielen werde, ne? Aber einfach mal so zum Fun. Hier mit meinem Mindset von Smash 4 ist ja hier auch dabei, also die Reads und so, die sind trotzdem am Start. Deshalb will ich da auf jeden Fall wissen, wie das so wird. Ah ja, der Bowser wird natürlich easy peasy gerecht. Ich schau mal, dass ich vielleicht die Komm-Stufe ein bisschen... Nein, nicht niedriger, dann wäre es noch easier. Ja, höher. Auf... Nee, nicht 9, 8. Erstmal 8 probieren. Und ja, ich mach's jetzt so, ich spiele irgendwie noch zwei Matches im Offline-Mode. Dann zeige ich euch mal den Online-Mode. Das Game hat auch einen Story-Modus. Aber ich denke mal nicht, dass der so krass interessant wird, dass ich den irgendwie zeigen werde. Aber ja, ich kann jetzt euch auf jeden Fall mal so ein paar coole Ding-Dong-Sachen zeigen. Also erstmal gibt es hier einen Down-Throw, in dem man easy Chain grabben kann. Man muss nur gucken, wohin der Gegner die Eid. Zum Beispiel, wenn er jetzt auf die Seite fliegt, muss ich mich halt schnell umdrehen. Und ja, keine Ahnung, Donkey Kong ist ein richtig witziger Char. Bei dem Kombo so ungefähr alles ineinander. Also man hat es, glaube ich, gerade ganz gut gesehen, so, ne? Und das hier ist das neue Ding-Dong. Also es gibt zwar noch den Cargo-Up-Throw, hier den. Aber der launcht ihn jetzt so, dass man überhaupt keinen Fallout mehr hinkriegt. Dafür gibt es jetzt aber das hier. Ja, jetzt habe ich es natürlich verkackt. Nochmal, komm. Das war der falsche Move. Und bin ich tot? Sag mir nicht, ich sterbe jetzt. Ja, perfekt. Also wartet, es gibt Ding Dong. Das ist, ja, immer noch mega sick. Der hat gerade 147%, easy. Ah ja, Donkey Kong spiele ich auch sehr gerne. Der ist nämlich genauso wie in Smash 4. Einfach nur dumm mit seinen Grab-Kombos. Es funktioniert halt irgendwie, wie gesagt, bei Donkey Kong trifft fast jede Attacke ineinander. Gut, er ist die beste. Hier erstmal so ein easy Down Smash.
möchte mal ein paar Downers treffen. Bowser hat das übrigens auch. Also Bowser hat hier immer noch den Abwurf von Smash 4. Und killt schon. Ne, noch nicht. Aber einfach beim nächsten Mal. Komm. Ah ne, warte mal. Ich möchte mal was... Alter, okay, das wollte ich gar nicht. Ich dachte gerade, ich könnte Nutria in Abwehr machen. Und jetzt geht's auch gleich weiter. Er hat Sandsack, okay. Und er hat 4 Stocks, das finde ich ganz okay. Alter, Power Shield erstmal läuft bei dem Typen. Er ist natürlich richtig sick hier. Man muss immer gucken, wie das mit dem Internet läuft, weil... Ja, viele juckt halt irgendwie so ihr Internet nicht so wirklich. Und ich selbst spiele am Laptop. Was so viel heißt wie... ich bin momentan noch im WLAN. Alter, rip meine Stimme. Ich bin momentan noch im WLAN am Laptop. Heißt dann eben, dass es jetzt nicht so wirklich sick hier irgendwie mein Internet abgeht oder so, aber ich hole mir bald noch ein LAN-Kabel für den Laptop. Ah, nee, der Upsmash hat nicht connected. Spammt man einfach. Und dann läuft's, ne? Best Edge Guard ever. Der Sandsack fliegt hier irgendwie gefühlt nur rum. Was geht denn bei dem ab? Spam einfach mal ein paar Smashes, bis der raus ist, oder? Würde ich sagen. Alter, jetzt hat er hier gerade die Sicken Kombos geblockt. Und er hat sich selbst umgebracht. Läuft bei ihm. Sandsack Recovery, da muss man tacken können. Extra irgendwie so gegen die Wand ziehen, damit man tacken kann. Aber okay. 50% haben wir erst. Gut, der Raum hieß auch Practice, ne? Der grabbt gerade einfach mich nur. Und ich lasse mich davon richtig dumm erwischen. Alles klar. Er macht sich so viel Damage. Ich glaube, der Sandsack ist echt schlecht. Also ich glaube, der wird kein guter Rat da sein. Ich meine, der macht sich so viel Damage durch seine Recovery. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht offstage kommt. Ich meine, man hat gesehen mit richtigem DI, hat mich das jetzt nicht gekillt. Aber er kann sich auch heilen, sehe ich gerade, ne? Und auch diesen einen Ding, wo er sich heilt und Alter. Die Lags sind natürlich am Start. Das ist halt so die Sache bei dem Online-Mode, die ich eben meinte. Es lag halt schon ziemlich krass. Also meistens. Ich habe zum Beispiel schon mit Deus und so gespielt, da hat es überhaupt nicht geleckt, aber hier halt schon. Ich spam einfach easy peasy up Smash, weil so viel Rage wie ich habe, da killt einfach ein einziger. Oder? Nein, nee. Stimmt gar nicht. Aber er recovert sich jetzt? Nee, gar nicht. Alles klar. Auf jeden Fall ein richtig guter Gegner, den wir hier am Start haben, ne? Aber ja, wenn dann die richtigen Online-Parts und so rauskommen, dann wird das auch mit dem Internet kein Problem mehr sein. Ich weiß gar nicht, was mit meiner Stimme heute abgeht, aber Alter. Läuft auf jeden Fall gerade nicht so gut. Und ja, die 1000 Up-Tilts, die machen hier natürlich auch mega viel Damage. Der Sandsack geht gerade nur für Forward-Tilts. Und der hat mich einfach gespiked. Und ich bin schon... Ja, Alter, wie früh bin ich gestorben? Was war denn das für ein Spike? Ich hatte, glaube ich, 30% oder so. Richtig krass. Alter, shit. Ich habe in die andere Richtung gezielt mit der Abi. Ah, das waren es die. Das sind die 2 Combos. Und er ist ein ziemlich guter Combo-Starter. Wie ich gerade bemerkt habe. Okay. Alter, bin ich tot? Ja. Das war ein krasser Kill, wie er mich einfach weggehauen hat. Einfach so rausgehauen, Alter. Okay. Wird Zeit für einen besseren Char. Wo ist er denn? Der will Donkey Kong. Geht mal einfach hin, so zack. Macht solche two Combos. Donkey Kong ist echt lustig in dem Game, ey. Fast jede Attacke connected einfach in so die andere. Was ist das für eine Back Air? Aber komm, mach los. Ich hoffe, der macht schnell los. Damit er nicht weitergeht. Okay, perfekt. Alter, er ist auf Bowser geswitcht. Und nicht auf Donkey Kong. Wir haben erstmal beide solche Heavy Chars genommen. Okay. Na, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht so oft jumpen. Eigentlich nur einmal. Nutria ist so gut, Mann. Der hat so perfektes Knockback einfach. Sein Recovery ist auch richtig nice. Ist einfach die Donkey Kong Recovery halten, wie man sie kennt. Oh shit. Nice.
Ah, da bin ich komplett reingerollt, aber das killt noch nicht, ne? Kommen wir auch noch hoch. Es dauert hier nur ewig, bis Donkey Kong sich festhält, was ein bisschen doof ist. Tja, die Daumi, die wird auch bei Smash 4 in For Glory gepunished, ne? Genauso wie hier. So, erstmal die Easy Jane Grabs hier am Start, ne? So läuft es, man sieht schon, also Donkey Kong ist definitiv einfacher zu spielen. Weil bei dem einfach fast alles in alles connected. Es ist einfach so ein Chic. Mit Heavy und Alter, okay. Ich dachte gerade, der hat sich selbst umgebracht. Hat er aber anscheinend nicht. Und das killt, ja. Bowser unter den Battlefield-Plattformen. Na, man kennt's aus allen Smash-Teilen eigentlich so gut wie. Okay, das war ein bisschen dumm. Warum auch immer ich Forward Smash gemacht habe. Wir rollen rüber. Okay, es hat trotzdem erwischt. Donkey Kong auf Plattform ist wiederum nicht so cool. Na komm, gib mir einen Grab. Oh shit. Ja, die Get-Up-Attack habe ich diesmal. Oh shit, nein. Komm. Das schaffen wir noch? Schaffen wir es noch oder nicht? Ja, wir schaffen es auch. Okay. Wie auch immer das passiert ist. Das sah richtig doof aus. Aber gut. Ich nehm's hin. Komm, gute R. Alter, fuck. Da hätte ich gerade punishen können. Jetzt hat er hier gerade die Plattform. Jetzt sieht er gerade für sich aus. Komm, gib mir einen Grab. Der müsste dann tot sein. Okay, tot. So, jetzt muss ich hier nur wieder gut aufholen. Nein, das hat zwei jetzt. Komm rüber. Schön auf die Plattform, ja. Alter, ich habe schon 104%. Das ging aber schnell. Und Forward Air ist ein richtig krasser Killmove. Alter. Das war eine coole Sequenz. Fand ich jedenfalls. Alter, war das gerade Bowsers Pivot Grab aus Smash 4, ey. Mega lange Reichweite. Sie haben übertrieben. Ich habe keinen Jump mehr gehabt. Alles klar. Der Typ hat mich richtig irgendwie So, ich habe jetzt einfach schnell einen Raum aufgemacht und spiele Black Mage. Und wir haben hier einen Fox, der so wie gesagt sieht erstmal ein bisschen Dash-Tag spam, so wie früher. Und ab vor ab, er probierte, Alter, alles klar, Mann. Richtig geil. Naja, Black Mage, muss ich noch gucken. Der hat so einen Bowser-Up-Throw, bei dem er so ein Back-Air und sowas machen kann, wenn ich es richtig hätte machen gemacht. Oder ein Up-Tilt geht auch. Ein paar Up-Airs dann danach, ist auch ganz cool so. Aber am besten ist eigentlich so Back-Air. Und dann halt gucken, wo er landet. Aber ja, hier Black Mage, den guten Boy. Haben uns hier erstmal den ersten Stock easy peasy geholt. Und das wird auch der letzte Kampf auf jeden Fall sein, weil eben es ist halt echt nicht so ganz so leicht, gegen Randoms einfach so spielen zu können. Weil es halt mit dem Online-Mode, der ist noch nicht so krass, sag ich mal. Also der ist noch nicht so gut ausgebaut. Kann auf jeden Fall noch ein paar Sachen verbessern, aber das ist komplett free, das Game. Das könnt ihr euch auch einfach holen, im Browser spielen oder runterladen. Und Alter, ich bin einfach sowas in diesen Up-Smash reingerannt. So richtig hart. Aber gut, passt. Ich baue einfach einen schönen Grab. Und dann kann ich auch gute Kombos machen, ne? Ja. Ja, ich wollte eigentlich Nutri-Air Grab, das habe ich. Das ist so die Sache, ne? Gegen Computer funktioniert hier richtig viel. Und man muss dann immer gucken, wie das mit DI aussieht. Weil vieles dann einfach nicht mehr geht. Und ja, was bei Black Mage besonders ist, wenn er seine Smashes richtig lange charged,
dann kann man mit ihm, ich weiß nicht ganz genau, wie sie heißen, aber ich würde sie jetzt einfach mal Ultra Smashes nennen, ne? Kann hier einfach sowas aktivieren, ne? Dann kann ich ihn jetzt grabben und dann trifft's. Das sind die easy peasy Combos. Wisst ihr ja schon mal Bescheid. Und ja, ich glaube, Upsmash war das, der einfach killt. Ja, der ist richtig strong. Also Black Mage, ich weiß nicht, der hat schon ein paar OP-Attacken so. Haha! Has disconnected. Yo, der ist einfach geliebt, als ich ihn besiegt habe. Ja, aber gut, ich würde mal sagen, damit war es das eigentlich auch, für dieses kurze Showcase eben. Dazu wird es auf jeden Fall, ich denke, nächste Woche Parts geben. Könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wollt, ne? Müsst ihr natürlich nicht, wenn ihr euch für das Game überhaupt nicht interessiert oder überhaupt nichts vom Game checkt. Aber ja, ich mach's auf jeden Fall, weil es Fun macht. Mit SFZ und TSB dann wahrscheinlich. Wir sehen uns dann.